Und damit, willkommen zu Cradle. So heißt das Spiel. Steht zwar hier nicht, aber ist so. Und, ja, wir werden jetzt eine Runde spielen. Ich bin extrem aufgeregt und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, worum es hier geht. Es ist so ein bisschen rätsellastig und alles auf Englisch. Ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen geregelt. Also, neues Spiel, neues Glück. Auf geht's. Tutorial, naja, warum nicht? Machen wir's mal. Und da wären wir im Spiel. Mann, das hat ewig gedauert. Wow, Movement, use WASD, okay. Wir können uns mit WASD bewegen. Das ist super. Okay, was ist das? Interacting mit Objekten, okay. Mit einem Auge liest man Texte, Parenthesis. Running, Jumping, ja gut, das ist alles Standardkram, das kenne ich schon. Gut, warte mal, einige Objekte enthalten Text, um ihn zu lesen, muss man halt das Auge benutzen, das Auge, gut, welches denn? Ich habe ein Auge, hier, guck mal. So, guck mal, guck doch mal, meine Güte. Du hast, was? You have 4 different means of interacting with objects each. Okay, gut, wir haben also 4 Möglichkeiten, mit Objekten zu interagieren. Nummer 1, mit dem Auge, lesen. Nummer 2, Parenthesis, Sachen aufheben oder weglegen. Nummer 3, Sicht, beziehungsweise, ja, Sight, ein Objekt mit dem anderen verwenden. Und Nummer 4, Dialog, Cloud. Mit dem Charakter sprechen, das ist cool. Okay, wir haben's verstanden. Das ist easy. Okay, da ist ein Gate. Wir müssen das jetzt öffnen mit der linken Maustaste. Es ist offen. Wir sind so gut, ne? Da leuchtet es rot. Okay, warte mal. Das können wir aufnehmen. Und ich denke, das machen wir ebenfalls mit der linken Maustaste. Das haben wir getan. So, Inventory. Ich muss E drücken. Und da habe ich das Zeug direkt im Inventar. Das ist ja der Wahnsinn. Müssen wir jetzt alles mitnehmen? Oh ja, ich nehme alles mit. Diese kleinen Quadrate werden mir helfen. Später. Oh, warte. Right-click, um zu werfen. Da rollt das einfach mal weg. Toll. So, das ist mein Inventar. Okay, mit E. Ich nehme erstmal alles mit. So. Ich kann bestimmte Gegenstände miteinander kombinieren. Mit A, B, was? A, mouse over the item B and left click on it. Gut, ich würde sagen, wir nehmen uns mal so einen hier. Und dann werden wir das mal da einfügen. Und dann müssen wir was? Left click. Zack, fertig. Gut. Okay, ich brauche vielleicht mal Hilfe. Und wenn ich Hilfe brauche, muss ich mal Tab drücken. Gut, ein Traum. Unsere Story beginnt hier. Während wir schlafen, sehen wir einen komischen und seltsamen Traum. Was? Wir sehen einen Traum? Okay, wir haben einen Traum. Und jetzt müssen wir den Instruktionen folgen, um aufzuwachen. Okay, ich muss zum Licht gehen. Das Licht ist da hinten. Ich renne mal. Mit Shift? Das haben wir gerade gelernt, Mann. Tutorial, du hilfreiches Tutorial. Was ist das hier? Das sieht echt abgefahren aus. Ich möchte das mitnehmen. Bringt nichts. Was ist denn das hier? Ich hab's benutzt. Gut, es ist ein bisschen verschwommen. Irgendwas ist da. Gut, Error, Unknown. Alles furchtbar. Ich... Gut. Was ist gerade passiert? Cradle. Cradle ist passiert. Verdammt nochmal, Cradle. Da ist mein Helm. Ich habe ihn wieder abgesetzt. Aber wieso zur Hölle? Bin ich jetzt schon wach? Habe ich mich irgendwo gestoßen? Was ist passiert? Gut. Schöner Tisch. Echt klasse. Ruckelt ein bisschen. Nicht cool. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Passt schon. Okay.
Das läuft. Wir sind am Start. Vollständig aufgestanden und jetzt können wir uns hier umschauen, diesen Helm. Hey, warte mal. Den möchte ich aufsetzen. Geht nicht. It's my note. Ja, gut. Legen wir ihn hier hin. Aufs Bett. Das passt schon. Da sitzt so eine Frau. Auf dem Tisch. Was machten die da? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns erstmal das hier an. Was ist das? Hä? Eine Postkarte mit Blick auf die Stadt. Auf dem Schild drunter steht: Geneva ist sehr zufrieden und ist sehr happy und nimmt Gäste an. Okay, Geneva ist wohl eine Stadt oder sowas. Da kann man mal hinfahren und Urlaub machen. Oh Gott, das ist ein langer Text. Tabaha. I got fat and... Oh, ich bin dick geworden und nun rieche ich auch noch schlecht. Schalt deine Nase aus und sieh mich nicht an, bitte. Ich habe nicht auf Wiedersehen gesagt zu Ongots. Wer ist Ongots? Ich weiß es nicht. Ich habe den ganzen Tag auf ihn gewartet, aber er kam einfach nicht zurück. Bitte füttere ihn und wechsel ihm. Die Windeln? Nein. Lest he get sick. Follow this recipe. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt auf jeden Fall uns um Ongots... Nee, warte mal. Ongots. Ist irgendjemand, um den wir uns kümmern müssen? Heat the red pot, add a glass of water, add a few cut plum olive fruits. Dried root, add salt. Okay, das ist so ein Rezept. Da können wir irgendwas mitmachen. Das ist gut zu wissen und ich finde das gut. Und wir müssen das kochen alles. Wir müssen das kochen und dann, wenn es gekocht ist, wird Ongot nochmal kommen und sagen, hier, ich hab's doch gerochen. Da gibt's Essen. Gut, okay. Enebish, vielen Dank für diese wunderbare Nachricht. Game saved. Was ist das hier? Text on the screen. Power on, loading basic. Okay. Ich muss also das Essen vorbereiten, um mich mit dieser Ongots-Kreatur zu treffen, aber ich will das jetzt noch nicht. Was ist das denn? Das ist ja furchtbar, wie viel Text. Ich wünschte, es wäre auf Deutsch. Gut. So, wir müssen also erstmal das Device anmachen, bevor wir es benutzen. Dann müssen wir einen Finger in die Öffnung stecken, damit es Blut abnehmen kann für die Blutprobe. Und dann müssen wir warten, bis die Gene kopiert werden. Und dann wird die Datenmenge transferiert und alles ist cool. Okay, nur Leute über 30 oder, nee, HQ. Was heißt ein HQ? Was ist denn das? Ein Hassquotient von 30? Okay, das ist der Hassquotient. Nur die dürfen spenden. Okay. Und so weiter und so fort. Transfer, das werden wir uns alles bei Zeiten nochmal durchlesen. Ich will mich jetzt hier erstmal umschauen und vielleicht nicht so viele Texte lesen, denn das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Hier ist ein Schloss. Okay. Diese Kiste ist schon seit vielen Jahren verschlossen, da können wir nichts machen. Das ist leider ein bisschen blöd gelaufen für uns. Diese Koffer, weiß ich nicht. Nergui Oxygen TV Set, Model XG 6000 mit elastischem Screen und Ozonfilter. Nee, Filler. Filler? Gut. Gut, alle Formate werden unterstützt. Das ist schon mal cool. Da weiß ich direkt, was ich nachher noch mache. Ich werde nämlich ein bisschen Fernsehen gucken. So, was ist das? Ein Ball? Diesen Ball werde ich mal kurz ein bisschen rumwerfen. Ich habe ihn perfekt aufs Regal gelegt. Ich weiß, wie es geht. Er ist runtergefallen. Eine Axt, kann ich die mitnehmen? Eine Taschenlampe. Inventar. Gut. Könnte wichtig sein. Ducken. Ich möchte diese Axt mitnehmen. Aus Gründen der Selbstverteidigung. Was ist das? Synthetische Sterilanten. Für Phytokopier-Loading. Gut. Das finde ich in Ordnung, das ist gut, das ist klasse, das ist ein Ofen. Also ich würde sagen, das ist ein Ofen. Nebst all dem Hightech-Schnickschnack ist das hier einfach nur ein Ofen. Ich kann dort was drauf kochen. So, und da müssen wir was reinfüllen, zum Beispiel das hier. Zack. Aha, läuft doch. Komm schon, mehr. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier noch so ein Feuerzeug. Komm schon. Not enough firewood. Ich hab's runterfallen lassen. Komm mal her. Ich stell dich mal hier auf den Tisch. Beziehungsweise leg dich hin. Ich schmeiß dich. So, bam. Hasskick. Direkt.
Wir brauchen also mehr Firewood. Wir haben hier noch so einen Ball. Können wir den da reinwerfen? Ne. Nicht getroffen. Na gut, da ist noch so eine Kiste. Können wir die aufmachen? Ist nicht drin, denn die ist zu schwer. Die obere Kiste, das hätte ich mir auch vorher denken können. Ich bin noch ein Demlack. Du! Was ist das für eine Kette? Ein Schrein. Wir sind also Buddhist. Oder was? Onkel Bayer Ertu. Du bist mein Onkel. Finde ich okay. Du bist meine Tante. Was? Nee, Great Grandma Batma. Und wer ist dieses kleine Bild hier? Aunt Yubi. Okay, meine Tante. Sarnai with Brother mit seinem Bruder. Sarnai ist wahrscheinlich das Mädchen. Diese Vase steht mir hier ein bisschen im Weg, ja? Stell dich mal da ein. Und das sind die Fotos von den Leuten. Was ist das? Hallo, Vater. Ich habe Neuigkeiten für dich. Kannst du erraten, welche? Du bist jetzt Großvater. Gestern hat Sarnai ein Kind geboren. Es war ein herziger Junge. Danke, dass du für uns gebetet hast. Und Providence hat uns auch gut geholfen irgendwie. In der Stadt wird erzählt, dass viele Frauen Fehlgeburten haben. Das ist halt nicht so toll. Aber unsere hat's geschafft. So, Epidemie? Irgendwas mit Epidemie? Okay, irgendwelche Epidemien sind hier im Umlauf. Was ist denn das? Incense-Sticks. Gut, ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Das sind Kerzen und das sind Räucherstäbchen. Okay. Ein Buch. Tibetan Book of the Dead. Okay, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit vielleicht. Ich möchte jetzt nicht direkt über den Tod lesen. Das macht mich nämlich ein bisschen traurig. Was ist denn das hier? It's closed. Da unten sind bloß irgendwelche Hemden drin. Die kann ich rausnehmen, wenn ich will. Ich pack sie wieder rein. Das ist mir unangenehm, weißt du? Ich weiß gar nicht, wem die gehören. Tut mir leid, ich mache Unordnung. Wieder rein damit. Gott, die sind so zusammengepappt, ne? Ich krieg die nicht mehr rein. Na komm, bleib einfach liegen. Passt schon. So, und jetzt, da wir das Wichtigste geklärt haben, werde ich nun einmal diese Frau hier angucken. Hallo? Was bist du? Oh Gottes Willen, ich habe deinen Kopf abgemacht. Beziehungsweise deine Schädeldecke. Tut mir leid. Alles cool. Da ist so ein Knopf. 93. Na hallöchen. Wie geht's denn so? Du bist ja echt irgendwie ein bisschen mitgenommen, was? Kann ich irgendwas mit dir machen, oder? Ja, Gottes Willen. Sie ist einfach nur eingeschlafen, weil ich zu langweilig bin. Ich kann's verstehen. Kann ich irgendwas mitnehmen hier? Was ist das? Ja, gut. Da hab ich wohl mal deine Brust geklaut. Ich hab sie dir wieder angesetzt. Kann ich dir die andere Schädelhälfte auch klauen? Nee, das geht nicht. So, hier haben wir so einen Kopierer. Was macht man damit? Vielleicht sollte ich mal irgendwas tun. Gibt's hier eine Erklärung oder sowas? Da steht drauf. Chesney Store. Stand by. Ready. Okay, no flower in the photocopier. Oh, damit kann man Blumen kopieren. Blümchen. Das ist cool. Was ist das? Das ist eine Lupe. Kann ich die irgendwie... Can't seem to use. Nee, ich wollte sie dir nicht an den Körper werfen. Tut mir echt leid, Mann. Kann ich die einstecken? Warte mal. Die kann ich einstecken. Bestens. So, was ist das? Ein Stift und noch ein paar andere Sachen. Zettel. Ich brauche eine rote Gerbera mit 95%. Ist ganz schön selten. Und die Suche wird ein bisschen dauern, also... Ne? Sei bereit. Was ist das? Ich habe irgendwie E gedrückt, wollte ich gar nicht, das hier. Unser Genometer ist kaputt, ne? It lied to us. Es hat uns angelogen. Da war nichts Besonderes an diesen Blumen. Alle waren total hässlich. Wir haben einfach nur die total tollen Covers verschwendet. Das ist dämlich. Okay. Gut, Grandpa Bajin beschwert sich gerade über dezent viele Dinge. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Warum sagt mir niemand, was zu tun ist? Was ist das hier für ein Fass? Können wir hier rausgehen? Der Tag ist so wunderschön. Willkommen. Oh Gott, ich gehe wieder rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier so ein bisschen überfordert. Wie kann so viel Hightech in so einem kleinen Zelt sein? Das ist meine Frage an dieser Stelle. Aber es ist ruckelig ein bisschen.
Keine Frames wurden verworfen, es ist alles gut, alles gut. Es gehört zum Spiel. So, was gibt's hier? Ein Kühlschrank. Annual National Hunting Golden Eagle Festival. Okay, ich wollte nur die Tür aufmachen, aber gut zu wissen. Diese Tür ist verriegelt bzw. klemmt. Was ist das denn? Oh, da. Oh! Ich konnte gerade nicht so schnell lesen, tut mir leid. Gewürze? Stell die mal wieder hin, Mensch. Mach doch nicht so eine Unordnung. Hinstellen, habe ich gesagt. Oh, warte. Bam. So macht man das. Einfach mal ins Regal gedonnert. So mache ich das hier auch immer. Das ist eine Maske? Was ist das? Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein soll. Tap. On God's breakfast. There's no one around to help you remember what happened. Prepare back for breakfast for On God's to meet him. Na gut, gucken wir nochmal, was das hier soll. Habe ich irgendwas gemacht? Was ist hier so los, hä? Was soll das? Gucken wir nochmal rein. So, wir müssen den roten Pott erhitzen, den roten Pott. Wo ist der rote Pott? Ist das der rote Pott hier? Guck mal, den legen wir jetzt hier drauf. Zack, steht drauf. Gut, wir brauchen mehr Feuerholz. Geht nicht. Geht alles nicht. Nimm das doch mal und schmeiß das da ordentlich rein. Gut, wir brauchen irgendwas anderes. So funktioniert das nicht. Kann ich das wieder rausnehmen? Ich will das wieder rausnehmen. Das ist gut. Das ist echt ein interessantes Spiel bisher. Wir nehmen jetzt schon ein bisschen was auf, okay? Gut zu wissen, ich muss langsam mal zum Ende kommen. Und vorhin sagte man mir, wir brauchen mehr Feuerholz. Das sieht nicht aus wie Feuerholz. Gibt es hier irgendwie Feuerholz in der näheren Umgebung? Verdammtes Paket. So, war nichts Zerbrechliches drin, ich bin mir sicher. Was ist denn hier los? Die Substanz out of nothing. Oh, a curious physical phenomenon. Okay, irgendwas Interessantes ist passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Warum ist das alles so verbunden? Okay, diese Box ist verkabelt mit dem da oben und dann geht es da zurück ins Zelt. Na, okay. Gut, wir gehen nochmal kurz hier rum. Können wir das mitnehmen? Da ist ein Loch drin. Wieso ist denn hier so ein... Was ist denn das? Da kann man ja durchgucken. Das ist so ein Schleimzeug oder sowas. Meine Socken. Und so eine Möhre oder was? Ingwer? Ist das Ingwer? Ich weiß es nicht. Gut, wir gehen wieder rein. Wir gehen rein und haben Spaß, denn das ist das, was wir tun. Spaß haben. So, wir machen das jetzt so und dann... Ich wollte es nicht werfen, tut mir leid. So. Das gibt's doch wohl alles nicht. Nimm das gefälligst. Eingepackt. Der rote Pott. Die reden doch von diesem Pott, oder nicht? Ist das der Pott hier, oder ist das... Das ist nicht der rote Pott. Das ist was ganz anderes. Können wir da noch irgendwas tun? Was ist denn das hier? Huh, ich kann die Einträge lesen. I don't know the password. Das Passwort lautet... Hamsterlord. Nee, ist nicht wahr. War nicht richtig. Was ist denn das für ein Magazin? Hilft uns das? Inextricable Link. Inextricable Links. It's about a Baham? Na? Oh! Native. Gene. Es geht hier um Gene. Gene sind hier das Stichwort. Es geht um Gene. Und ich lese nochmal diesen Zettel. So, heat the red pot. Add a glass of water. Add a few cut palmolive fruits. Cut. Okay, gut. Wir müssen also erstmal... Palmolive Fruits finden und ein Glas Wasser. Gibt's hier irgendwie so ein Glas oder was? Was ist denn das hier? Hm? Passium 433. Chemical Elements, bringing it both ruin and salvation. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen, ne? Ich bin ein bisschen aufgeschmissen bisher. Aber nur weil ich nicht genau weiß, was man hier tun muss, beziehungsweise wie man es tun muss, ich weiß ja, dass wir hier was vorbereiten müssen, aber wie zur Hölle geht das? Wo ist der rote Pott? Das ist nicht der rote Pott, das ist der weiße Pott. Das ist der rot-weiße Pott, aber wo ist der gänzlich rote Pott? Nun, wir werden das herausfinden in der nächsten Episode. Das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung bisher, also. Ich hoffe, du hattest Spaß. So, das wollte ich sagen und
In der nächsten Episode geht's weiter. Hoffentlich werden wir das Essen für Ongots zubereiten können. Ich bin guter Dinge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Mach ich nicht. Tschüssi.